Hallöchen, liebe Leute. Dieser Vlog fängt ein wenig anders an. Er fängt an bei einer Fastfood-Kette irgendwo zwischen Bremen und Osnabrück in unserem Smile-Auto auf dem Weg nach Köln zur RTL NFL. Und ich bin so fucking müde von dem Jetlag. Die ersten drei Tage dachte ich, wow, shit. Alles jobti. Ich bin direkt wieder im Groove. Jetzt bin ich völlig zesknetzt und musste jetzt mal anhalten und mir Tass Kaffee gönnen. Weiter geht's. Ich fahre dann mal weiter nach Köln, hab noch 300 Kilometer. Und dann melde ich mich mal, wenn ich im Sender ankomme, wo wahrscheinlich schon die gesamte Bagage Mika, Kasim, Björn auf uns warten wird. Bis gleich. So Leute, angekommen in Köln. Und das Beste, mit Smile mal kurz das Auto getauscht. Ich bin jetzt auf Limo unterwegs. Okay, für die, die jetzt denken, der Coach fährt jetzt die Limousine. Nein, ich bin heute nur der Fahrer und ich zeige euch, wen ich gefahren habe. Den Mann habe ich gefahren. Ey, und ich lag in dem Auto halt quer hinten drin, habe geschlafen 5 Minuten, bis wir angekommen sind. Es war sehr gemütlich. Hat ein bisschen Fernsehen geguckt. Ja. Wir nehmen euch jetzt mal mit rein ins Gebäude hinein. Da sollten eigentlich Mika, Kasim mit der Bali und vielleicht sogar Frau Werner warten. Schauen wir mal. Guck mal, das ist hier Grand Entrance. Das ist das, was ihr beim Drohnenflug immer von oben seht. So, die Mall haben sie leider nicht umgebaut. Da ist kein Footballfeld drin. Aber für die, die es noch nie gesehen haben, das ist der Eingang zur Arbeitsstelle von diesem Mann hier. Und ich darf ihn fahren. Danke nochmal. Immer gerne, Chef. Und hier kommen wir dann rein. Oh, das ist die große Welt der RTL-Gruppe. Und da ganz oben, da ist unser Studio. Wir sind natürlich zu spät. Und guck mal, da sitzt die ganze Prominenz. Sitzt hier und wartet schon auf uns. Ich setze mich gleich hier vorne hin. Ich mach mal die Runde. Ihr seid alle Teil des Vlogs. Grüß dich. Na, moin. Schön, dich zu sehen. Willkommen. So, da sind sie. Das sind die Besitzer von RTL. Hi. Alles gut. Na? Mietja! Holla, holla, holla. Stecker! Oder so, ja. Die Legende ist da. Bleib sitzen. Mit einem hässlichen Detroit Lions Shirt, ey. Wie ihr gesehen habt, wen habe ich nicht begrüßt? Björn Werner. Der kommt immer zu spät, weil er der Superstar ist. Ein Bromantiker ist reingekommen. Tada! Du weißt heute, wir sind Bromance Heavy hier. Das ist Takeover! Hey, Takeover! Was geht ab? So, Mietja gehört ja im weitesten Sinne auch dazu. Das ist auch ein Bromantiker. Ich war letztens schon in einem Vlog von euch, Food Vlog. Ja. Mit Sami. Heute gibt's Bollo. Das war auch schon mein Beitrag, oder? Tschüss. So, Kasim, wie war eigentlich deine Anreise? Die Macros für heute. Oh, ja, ne? 8:45 losgefahren. Bin ich ein bisschen vorbereitet aufs Spiel. Bist du mit dem Zug gefahren? Ich bin mit dem Zug gefahren. Von wo denn? Aus Hamburg. Bist du auch mit dem Auto? Hab ich gesehen. Ich habe mich gefragt, warum bist du nicht mit mir 2 Stunden später losgefahren? Das hätte ich auch machen können. Warum rufst du denn nicht an und sagst mal was? Vergesst das. Ich wusste nicht, dass du heute arbeitest. Ich vergesse das. Warte. Welches Spiel machst du? 19 Uhr? Ja, so wie du. Und dann 88 out the gate? Worauf du einen lassen kannst. Kommen wir jetzt zusammen nach Hause? Ich kann dich mitnehmen. Let's go. Stecker, willst du auch mitkommen? Ach, du wohnst ja hier. So, jetzt warten wir noch auf Mika. Wo ist eigentlich Mika? Hattet ihr unten schon besprochen? Ja, Mika ist eine Maske. Wo, unten? Ja, unten. Ja, dann gehen wir jetzt mal unten in die Maske. Abwart. Ich bin hier jetzt unten im Erdgeschoss von RTL. Oh, guckt euch das mal an. Ein riesen Raum. Hier wird sozusagen alles gesteuert. RTL, NFL. Alter Schwede, das ist ein dickes Ding, ne? Ah, da ist sie ja, hallo! Da war doch nicht schön. So sieht Mika Kaul aus, ungeschminkt. Ich stehe dazu. Du stehst dazu. Ich bin oft genug so gepostet. Ja, du siehst ja aus wie immer eigentlich. Ja, hinterher ist noch ein Ticken besser. Noch besser? Ja, geht kaum, ich weiß, aber. Ja. Aber dir geht's gut? Mir Ready? Geht's gut? Ja, du, bei mich musst du nicht fragen, ich mach das schon lange. Was ist mit dir? Zweite Sendung? Hier? Vierte.
Oh shit. Aber erst mit Kasim, es wird ein bisschen chaotisch heute. Also doch die erste. Ja, eigentlich schon. Warum sagst du, es wird chaotisch? Richtig was los heute. Mit Kasim-Bärchen. Kasim-Bärchen. Gutes Spiel. Ich glaube auch tatsächlich. Das wird ein enges Spiel, hoffe ich tatsächlich auch. Ich befürchte, dass ihr vielleicht sogar das bessere Spiel auf Plus habt als wir. Hatten wir letzte. Naja, nee, gar nicht. Nee. Lass es uns einmal gegönnt sein. Ein einziges Mal. Ja gut, es sei euch gegönnt, weil wir... Weil Simon und ich sind. Genau, ja. Aber heute ist ja Bromance Takeover. Auf jeden Fall. Jedes Spiel ist Football Bromance dabei, ne? Das ist schon ganz geil. Warte, seht ihr schon einen Unterschied? Ich muss das mal im Spiegel zeigen. Sieht sie besser aus als vorher? Geht fast gar nicht, aber man sieht schon ein bisschen. Ja. So, also, dein Tipp. Wer macht es? Broncos oder Ravens? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde den Broncos dieses Upset irgendwie gönnen. Wäre eine geile Storyline. Aber wer macht es jetzt? Die Ravens. Okay, alles klar. Was hast du im Tippspiel getippt? Die Ravens. Okay, also bleibst dabei. In einer ehrlichen Natur. Okay, was ist mit Falcons gegen Dem Boys? Ich glaube, ich habe auf Dem Boys getippt. Nein, bist du wahnsinnig? Ich bin Kellerkind im Tippspiel. Ich muss ein bisschen jetzt hier Upsets raushauen, weil sonst reiße ich gar nichts mehr. Fehler. Ah, Mika, überleg dir das nochmal mit dem Tipp. Okay. Auch irgendwann müssen die mal gewinnen. Also auch die müssen irgendwann, ich meine, das ist mies in meinem Fantasy, da müssen die Falcons eigentlich was reißen, aber gut. Gut, lassen wir uns mal überraschen. So, ich gehe mal wieder hoch. Herr Dr. Ambrosius, from head to toe, fresh and clean, wie immer. Was geht ab? So, Outfit-Check, all black, mit ein bisschen Rosé. So, da wartet schon die Social-Media-Koryphäe. So. Björn Werner ist immer noch nicht da. Privatchat ist wohl noch unterwegs. Oh, Mietja ist auch da. Mietja wieder Casual Styler. Mich eigentlich relativ zurückgehalten. Ja, damit sieht gut aus. Dass bei dir ein bisschen mehr rauskommt. So, wir gehen jetzt nach oben ins Studio, machen eine Probe und ein bisschen Social Media. Abfahrt. Was macht der? Was macht jetzt? Die Patriots wären's. Ja, klar, oder? Na, logisch. Ich hatte hier noch so ein Gesicht. Geil. Super, ja, dann kann der Coach jetzt. Zeig mal kurz die Patriots. Du nimmst die Kamera vom Coach. So funktioniert Content. So, jetzt bin ich dran. Ich hab das doch gerade erst noch gesehen. Ey, guck mal. Oder nimmst du die Hand? Ey! Geil, nimm mal. Scheiße. Du musst mir noch eine Anmoderation geben. Du sagst, wir machen wieder Logos, weil das letzte Mal so liegt da, richtig. So in die Richtung. So, liebe Leute, da ist letztes Mal so gut funktioniert hat, malen wir wieder Logos. Welches darf ich denn malen? Du darfst die Raiders malen. Oh, Alter! Hä, hey, ist auch einer der einfachen. Ja, aber das ist ja so, das ist ja so ein Shield, oder nicht? Hat das nicht noch so ein Ding, keine Ahnung? Ja. Dann ist ja aber der Raiders, die kann ich nicht malen. Ein Skull einfach. Ja, aber wie soll ich den denn malen? Boom, Schakalaka. Leute, es ist 20 Uhr. Ich übernehme die Vlogcam, weil Björn Werdan sollte eigentlich jetzt schon hier sein. Ist aber noch in Berlin. Wird er es rechtzeitig schaffen? Ab sofort noch 2 Stunden, bis das zweite Spiel losgeht. Ja, auf geht's. Es war ein schönes Wiedersehen, das hat man hier angesehen. Ihn natürlich auch, wenn du ihn so siehst auf der Coaching-Seite. Bist du da ein bisschen neidisch? Willst du da auch nochmal schauen? Nein, gar nicht. Also Neid, von Neid kann keine Rede sein, weil wenn es jemanden gibt, der es verdient hat und dem ich das gönne, dann ist es auf gar keinen Fall Björn Werner, sondern einen Gönne. Weil der alte Spritznacken ist so spät geflogen, dass ich jetzt Überstunden machen muss. Aber Check kommt hier, komm. So, wir gönnen dir jetzt auf jeden Fall den verdienten Feierabend. Jetzt sind wir so lang. Jetzt schießt sich Björn Werner als nächstes rein raus. Das ist doch klar. Leute, Björn, was machen wir so nie? Alles in Ordnung? Ich kann doch nichts sagen, ne? Sieht auf jeden Fall gut aus, würde ich mal sagen. So, jetzt der Ausreder. Bin ich gespannt, die Fahrradkette ab. Wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Wie schön. All the time. Ja. Oh, es ist warm hier auf dem Sitz. Und die Kopfhörer sind auch sehr warm. Es ist nur da, dass der Aufsteiger schön ist.
Auch sein Glitzer hatte. Ja, da ist ehemaliger First Round Pick der Indiana. Und Flo, erste Overtime-Spiel, 2.30 Uhr. Voll meine Zeit. Ist geil, bin oder? Total. So nice, let's go. Yeah. Die Seahawks verlieren zu Hause in Overtime gegen die Rams. Matthew Stafford liefert dann doch ab am Ende. Ja, ich mache nur die Outro in diesem Vlog. Ich hoffe, es war ein schöner Vlog. Bin ja zu spät gekommen. Jetzt laufen wir zum Hotel rüber. Gute Nacht. Laufen zum Hotel. Wir beschützen noch Flo. Was? Warte, ich zoom gerade rein. Wieso ist das ein gefährlicher Weg oder was? Der ist gefährlich, aber du hast Mietja. So. Gute Nacht, sag mal alle gute Nacht. Gute Nacht.